In dieser Folge der Foto News gleich zwei spannende Nikon-Produkte. Das eine im Bereich Vlogging, das andere im Bereich Profifotografie. Also zwei sehr unterschiedliche Dinge. Bei Leica gibt es einiges Neues und nochmal ein kleiner Reminder zum Thema Rabattaktion im Sommer. So, mehr dazu jetzt. Nikon hat, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke gedrückt und sehr früh wach seid, soeben die Z30 vorgestellt und ein neues Teleobjektiv. Fangen wir erstmal an mit der Z30. Die Gerüchteküche war ja schon voll in den letzten Wochen und Monaten, also ob es eine Z90 wird, Z30, Z irgendwas. Jetzt ist sie final rausgekommen. Was ist es? Keine neue High-End-Kamera, also keine Konkurrenz zur Canon EOS R7, aber eher eine Konkurrenz zur Sony ZV-E10. Denn bei der Z30 handelt es sich um eine, sagen wir mal, Vlogging-optimierte Variante der Z50, also der APS-C-DSLM oder der ersten APS-C-DSLM von Nikon. Die ist ja 2019, so im Herbst, rausgekommen. Was hat man gemacht? Technik im Inneren quasi identisch, das heißt weiterhin 21-Megapixel-Sensor, der wahrscheinlich noch aus der D7500 und D500 stammt, wahrscheinlich halt minimal optimiert über die Zeit. XSpeed 6 Bildprozessor drin, also auch das ist geblieben im Vergleich zur Z50. 11 Bilder pro Sekunde Serienbildaufnahmen, also ihr merkt schon, das kennt man irgendwie alles soweit. Was man verändert hat oder erstmal weggenommen, das ist der Sucher oben, analog ja eben auch bei der ZV-E10, und auch einen integrierten Blitz gibt es dementsprechend nicht mehr. Dadurch wird das ganze Paket natürlich nochmal ein bisschen kleiner, leichter. Was dazugekommen ist, ist ein dreh- und schwenkbares Display. Das heißt natürlich, wenn ihr dann vloggt und ich sag mal, das zum Beispiel mit einem Stick so haltet, könnt ihr euch dann auch selber sehen. Sehr schön finde ich, ein Tally-Light ist mit reingekommen, also eine kleine rote LED, die vorne leuchtet, damit ihr wisst, okay, die Kamera nimmt jetzt auf oder sie nimmt nicht auf. Passendes Zubehör, unter anderem für die Mikrofone obendrauf, ein Deadcat oder Windpuschel, wie ihr das auch immer nennen wollt, sowie ein Bluetooth-Handgriff. Also ihr seht schon, ZV-E10 oder ZV-1 von Sony, die Ähnlichkeiten sind nicht zu verkennen. Ebenfalls neu ist ein USB-Typ-C-Anschluss, jetzt mit der Fähigkeit für Power Delivery, das heißt, ihr könnt die Kamera auch dauerhaft darüber mit Strom betreiben. Leider, zumindest so wie es aktuell aussieht, oder die Aussage, die es von Nikon gab, auf dem kleinen Vorab-Event, wo ich letzte Woche schon war, ist nicht die Möglichkeit implementiert, über den USB-C-Anschluss auch zu streamen. Das kann wiederum dann die Sony ZV-E10, also dieses ganz normale USB-Streaming oder USB-Video-Class, wie das heißt, einfach wie eine Webcam wird es angeschlossen, sofort erkannt, ihr könnt loslegen, halt kompatibel mit jedem Programm, das auch auf eine Webcam zugreifen kann. Das hat man leider nicht mit eingebaut. Sonst von der Handhabung in diesen ersten kleinen Praxistest hat es aber schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Also wieder dieser schön große Handgriff drin, den ihr auch von der Z50 beispielsweise kennt. Da hat sich nichts geändert. Und natürlich ein solider Autofokus sowohl im Foto- als auch im Videobetrieb. Da gab es auch eine ganz kleine Verbesserung, was so die Tiererkennung im Videomodus angeht. Das hat man noch ein bisschen dran geschraubt. Aber das war es dann auch schon fast so an Mini-Unterschieden zur Z50. Heißt, kurz gesprochen, wer schon eine Z50 hat und jetzt nicht zwingend das ausklappbare Display vermisst, wird wahrscheinlich keinen Grund haben, auf eine Z30 zu wechseln. Auf der anderen Seite, wer mit Vlogging loslegen möchte oder optional einfach nur einen günstigen Einstieg sucht und auf den Sucher verzichten kann oder meint, darauf verzichten zu können, könnte ganz spannend werden, denn ab 799 Euro UVP geht es bei der Z30 schon los. Für 759 Euro dann halt das normale Kit-Objektiv-Bundle, also mit 16 bis 50 mm. Und es wird auch noch ein Vlogging-Kit geben, unter anderem eben mit dem Deadcat und dem Bluetooth-Griff mit drin für 999 Euro. Also insgesamt dann 200 Euro Aufpreis zur Variante ohne alles. Und das wird auch das sein, was Nikon probieren wird oder was wahrscheinlich auch die meisten kaufen werden, das halt zum Vlogging irgendwie gedacht ist. Hoffen wir einfach mal, oder ich hoffe stark drauf, dass in nächster Zeit eben noch dieses USB-Update kommt, denn gerade so die Kombination aus Streaming und Vlogging ist nun doch nicht allzu selten. Also Sony hat es auch nicht ohne Grund reingebracht, haben neben mir auch einige andere Kollegen kritisiert, und ich denke mal, auch ein Power-Zoom wäre mittel- bis langfristig noch ganz nett, damit man eben dann vielleicht auch mit dem Bluetooth-Handgriff rein oder wieder rauszoomen kann.
Schauen wir mal, was danach kommt. Ich hatte auch noch auf meinen Wunschzettel, ich meine, wenn Leute von Nikon da sind, kann man noch ein bisschen was mit reinbringen, mit raufgebracht. So ein schönes Weitwinkel-Zoom wäre vielleicht auch manchmal noch ganz nett, gerade wenn man doch mehr dann vom Hintergrund zeigen möchte. Da sind 16 mm jetzt so okay. Stabilisiert ist die Kamera übrigens nicht, das Kit-Objektiv ist es aber. Also das ist erstmal kein so großes Problem. Nur natürlich bei der Objektivauswahl muss man ein bisschen gucken, dass man zum Film dann schon stabilisierte Objektive nutzt. Nicht zum Film gedacht und auch in einer ganz anderen Preis- und Größenkategorie ist das neue 400 mm mit einer Blende von 4,5 angesiedelt. Das Objektiv ist, und auch da hatte ich schon eine kleine Hands-on-Möglichkeit, erstaunlich leicht, gerade mal so um die 1,3 Kilo bringt es auf die Waage. Also es fühlt sich halt eher an wie so ein 100 bis 400 mm, aber die haben ja dann meistens nicht ganz die Lichtstärke am oberen Ende. Das ist ja dann eher Blende 5,6, 6,3, 7,1, irgendwas in der Richtung. Hier Blende 4,5, also wie gesagt, für die Kombination. Und es ist ja schon, sagen wir mal, im Ansatz stadiontauglich, je nachdem, was ihr da fotografieren wollt im Bereich Sport oder Tierfotografie, ist es auch wirklich ein sehr tolles Paket. Bildstabilisiert, also eine optische Bildstabilisierung mit drin, mit bis zu 5,5 Stufen. Wer denn eine Z9 nutzt, dürfte ja nicht eine ganz seltene Kombination sein, hat dann sogar bis zu 6 Stufen Kompensation in Kombination eben mit der Stabilisierung in der Z9. Und vielleicht dann auch kommenden Nikon-Kameras mit der neuesten Generation an Bildstabilisierung drin. Also auch das machte schon einen sehr tollen Eindruck. Der Autofokus muss ich sagen, aber es war dort wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Vorserienmodell oder vielleicht noch nicht finale Firmware, war jetzt nicht extrem flott. Es soll wohl auch nur ein Schrittmotor sein, also von Linearmotor war nicht die Rede. Was wiederum sehr schön war, war der Schwerpunkt. Nikon hat darauf geachtet, vorne möglichst wenig Linsen zu haben und dass ein Großteil der Linsen über der Stativschelle angesiedelt ist. Das merkt man auch, also mit einer Kamera dahinter Richtung Z6, Z7, irgendwas die Größe. Ist wirklich sehr schön ausgeglichen, nicht zu frontlastig, wirklich ein schöner Schwerpunkt irgendwie in der Mitte drin. Also auch das hat man wirklich gut gemacht, so die kleinen Details natürlich, auf die man achtet. Genauso wie ein Staub- und Spritzwasserschutz, aber ich denke mal, das läuft schon unter selbstverständlich irgendwie in der Preisklasse. Verfügbar sein soll das Objektiv Mitte Juli zum Preis von 3.700 Euro. Den finde ich persönlich sogar ganz spannend. Wir haben ja das 100 bis 400 mm getestet. Das ist auch vergleichsweise lichtstark. Ich glaube Blende 4 bis 5,6 oder 4,5 bis 5,6. Das fand ich mit 3.000 Euro viel zu teuer, wenn man überlegt, was so die normale 70-300, 100-400er Klasse kostet. Also das ist für mich immer noch Faktor 2 irgendwie überteuert. Wiederum für ein 400 mm Blende 4,5, also noch minimal lichtschwächer als so ein 400 mm Blende 4, ist es aber eigentlich wiederum ziemlich fair eingepreist. Klar, ihr habt nicht den Zoom drin, aber einen ganzen Stop lichtstärker als die meisten 100, 400er im Tele. Das ist schon ordentlich was zusammen mit der sehr tollen Stabilisierung. Also für mich könnte es eins der Highlight-Objektive dieses Jahr sein fürs Nikon Z-System. Neben dem sagen wir mal, schon ziemlich guten 100, 400er, aber eben so preis-leistungstechnisch klingt es für mich alles ein bisschen spannender. Was haltet ihr davon? Sollen wir es mal testen? Schreibt es auch gerne unten in die Kommentare hinein. Von Insta360 gibt es die neue One RS 360 Edition. Wenn ich das richtig im Kopf habe, klingt ein bisschen seltsam. Sei es drum, die Besonderheit, das ist nämlich eine der beiden Leica News. Es ist in Kooperation mit Leica entstanden. Die beiden Bildsensoren sind ja bei 360-Grad-Kameras vom 1-Zoll-Typ, also schon sehr lichtstark. Das kennt man doch eher selten in dem Produktbereich. Sollen auch bis zu 6K Video aufnehmen können und eben bei den Objektiven oder den Objektivdesign davor dann in Kooperation mit Leica. Hat also zumindest schon mal den Anspruch, wenn man ein bisschen nach dem Datenblatt geht, eine der besten 360-Grad-Kameras zu werden. Ob das in der Praxis auch rauskommt, muss natürlich erstmal ein Test zeigen. Zweite kleine Leica-News noch hinterher, ist auch schon ein paar Tage älter. Jetzt hat es aber ganz knapp, also wirklich im Sinne von ein paar Stunden, nicht mehr in die letzten Foto-News geschafft. DJI ist jetzt auch in der L-Mount Alliance mit drin. Aktuell erstmal im Profibereich, aber es könnte durchaus sein, dass wir in der Zukunft den L-Mount vielleicht bei Drohnen sehen. Da hat der DJI ja auch einiges im Angebot. Also mal schauen, was da die Zukunft noch bringt.
Dann erstmal noch ein ganz großes Dankeschön an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim letzten Lesertest zu Nikon ZFC. Und wer jetzt sagt, hab ich hier gar nicht mitbekommen, Glocke drücken. Der nächste Lesertest ist schon in Planung oder in relativ konkreten Vorbereitungen. Ich darf leider noch nicht teasern, worum es geht, aber ich sag mal, für eine Zielgruppe, die wir bisher nicht so bedacht haben, also vor allem was so den Kameramount angeht, könnte es sehr spannend werden. Und nochmal ein kleiner Hinweis zu den ganzen aktuellen Cashback-Aktionen. Bis Mitte Juli, Ende Juli, je nach Hersteller, gibt es noch gerade diverse Kamera-Cashbacks, wieder mit sehr tollen Rabatten. Wir hatten es schon in der letzten Folge mit drin, deswegen zähle ich jetzt nicht nochmal alles auf und sage einfach nur, schaut mal oben in die Infocard mit rein. Bei uns im Forum findet ihr eine kleine Übersicht von aktuellen Cashback-Programmen. Klickt euch ein bisschen durch. Und in knapp 2 Wochen ist dann ja auch Amazon Prime Day. Wenn ihr da teilnehmen wollt, braucht ihr halt eine Amazon Prime Mitgliedschaft. Gibt es auch Probemitgliedschaften, die ihr dann nutzen könnt. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da ist ein Link zu der ganzen Geschichte. Und sollte es beim Prime Day extrem gute Kameraaktionen geben, dann schaut auch bei uns mal hier auf YouTube im Community Hub vorbei oder natürlich auch im Forum, dann werden wir das dort posten.